Guten Morgen nochmal an alle. Herzlich willkommen in Berlin. Es sind noch nicht alle da, die sich angemeldet haben, aber wir haben heute viel vor. Das habt ihr dem Programm schon entnommen. Und deswegen ist jetzt unser Vorschlag, dass wir trotzdem jetzt beginnen und nicht noch viel mehr Zeit miteinander verlieren. Also nochmal herzlich willkommen von mir zur Kreisvorsitzendenkonferenz. Wir haben ungefähr 100 Anmeldungen für heute bekommen. Ihr seht, da fehlen noch zwei, drei. Aber trotzdem freue ich mich über alle, die den Weg nach Berlin gefunden haben. Für uns hier als Team sozusagen der Bundesgeschäftsstelle des Parteivorstandes ist das ein sehr bewegtes Wochenende mit viel, viel Möglichkeiten zu zeigen, was wir können. Von Freitag bis Sonntag. Der ein oder andere war auch gestern ja schon hier. Ich habe ein paar auch beim Fest der Linken gesehen. Der Bundesausschuss tagte gestern und tagte heute parallel zu uns. Also eine ganze Menge zu tun. Die Neumitglieder, viele, viele Neumitglieder haben wir gestern und vorgestern begrüßen können hier in Berlin aus den Landesverbänden. Wir haben unser Mentoring-Programm gestartet, also unser Programm junge Frauen in der Partei zu fördern und zu unterstützen. Das ist eine ganze Menge und zeigt im Grunde auch an diesem einen Wochenende, wo viele, viele Baustellen sind, die wir uns miteinander vorgenommen haben, nicht erst seit heute, sondern schon eine geraume Zeit, und an welchen Feldern wir miteinander arbeiten wollen und arbeiten müssen. Und das ein oder andere wird uns heute auch im Laufe des Tages noch bewegen. Dazu gleich noch ein paar Bemerkungen von mir. Ich habe heute die Freude, euch ein bisschen sozusagen moderierend durch den Tag zu geleiten. Für uns ist der Herbst 2014 jetzt auch so ein Punkt, wo man zumindest mal einen Moment durchatmen kann, weil es sei denn, in Berlin zieht noch die Vernunft ein und die SPD und die CDU merken, dass man doch Neuwahlen machen sollte und nicht einfach mal schaut, wer jetzt wo bereit beerbt. Wenn das nicht so kommt, und davon gehen wir mal aus, dann sind für dieses Jahr dann auch die Wahlen abgeschlossen. Und da das noch nicht so lange her ist, will ich als allererstes die Genossinnen und Genossen, die jetzt aus Brandenburg, aus Sachsen und aus Thüringen hier bei uns sind, noch mal ganz besonders herzlich begrüßen. Und ich will euch sehr herzlich danken für euren engagierten Wahlkampf und will euch gratulieren, dort, wo ihr erfolgreich wart, und ich will euch ermutigen, dort, wo es nicht so geklappt hat, wie ihr euch das vorgestellt habt und wie wir uns das vorgestellt haben, miteinander beim nächsten Mal machen wir es dann besser. Also mein Glückwunsch nochmal an euch alle. Und wenn wir jetzt zurückblicken und das letzte Jahr noch mit einbeziehen, mit der Bundestagswahl, Anfang des Jahres Europawahl, wir hatten in vielen, vielen Landesverbänden Kommunalwahlen im Frühjahr dieses Jahres und jetzt diese drei Landtagswahlen, dann haben wir, glaube ich, miteinander einen guten Blick noch einmal bekommen, wo wir gut aufgestellt sind, wo wir Nachholbedarf haben, wo wir uns über Strukturen einen Kopf machen müssen, wo wir vor Ort kampagnefähig sind, wo wir weiße Flecken haben und Schwierigkeiten haben, Präsenz zu zeigen, wo wir politisch möglicherweise besser werden müssen und wo wir politisch und personell mit Superkandidatinnen und Kandidaten ein Angebot haben, das auch Wählerinnen und Wähler überzeugt. Ich kann und will jetzt heute früh bei der Begrüßung keine Wahlauswertung dieser Wahlen machen. Dann ist wahrscheinlich der Vormittag für uns alle gelaufen. Ich will aber eine Bitte an uns alle formulieren, weil ich weiß, dass Wahlergebnisse natürlich uns alle sehr bewegen. Auch wenn wir nicht aus dem entsprechenden Landesverband kommen, gucken wir sehr genau, was dort passiert. Und wir haben in Thüringen ein herausragendes Ergebnis bekommen. Wir waren noch nie so gut bei Landtagswahlen als Partei. Wir haben in Sachsen unser Wahlziel fast erreicht und wir haben in Brandenburg deutlich, deutlich weniger bekommen, als wir uns alle vorgestellt haben. Und in jedem Land ist auch nach dieser Wahl die Situation ein bisschen unterschiedlich. Ihr wisst, dass in Brandenburg und in Thüringen die Gespräche
begonnen haben mit den anderen Parteien über die Frage, wie es weitergeht und ob man Mehrheiten nutzbar machen kann oder ob es dafür nicht reicht. All das wird uns auch in den nächsten Wochen noch beschäftigen. Und meine Bitte ist, dass wir so, genauso wie bei Wahlergebnissen und Auswertungen, auch die Gespräche und die Wochen, die jetzt vor uns liegen, miteinander gemeinsam durchstehen. Das sage ich bewusst, weil solche Verhandlungen sind für niemanden einfach. Dass wir uns dort, wo wir Kritik haben, die Kritik auch mitteilen, aber dass wir in der Öffentlichkeit mit den Genossinnen und Genossen grundsätzlich solidarisch sind und Vertrauen haben in das, was sie vor Ort entscheiden. Ich glaube, das ist auch für die Genossinnen und Genossen vor Ort ganz wichtig, das zu wissen, dass wir das tun. Ja, da kann man klatschen, finde ich. Wir haben uns heute für die Kreisvorsitzendenkonferenz zwei Dinge vorgenommen, zwei große Themen, die unterhalb der Überschrift natürlich sich noch mal ganz breit auffächern. Wir wollen zum einen mit euch das Thema Parteientwicklung besprechen und wir wollen heute Nachmittag mit euch gemeinsam über die Kampagne sprechen, die der Parteivorstand jetzt im Sommer und vor wenigen Tagen noch einmal mit einem Beschluss auf den Weg gebracht hat. Wir wollen euch in diesen Prozess einbeziehen, weil wir natürlich beides, Parteientwicklung und eine solch breit angelegte Kampagne, nicht einfach im Parteivorstand beschließen können, sondern wir müssen es miteinander tun. Ansonsten wird es nicht passieren. Und da sind wir auf eure Ideen angewiesen, auf euer Engagement und natürlich auch auf eure Kritik, wenn ihr feststellt, dass wir nicht ganz so die Dinge beschließen, wie ihr meint, dass es vor Ort funktionieren kann. Da sind wir auf euren Rat gespannt. Und damit will ich überleiten zu dem ersten inhaltlichen Einstieg, den wir heute haben. Katja wird jetzt in den Punkt für den Vormittag einführen. Bernd wird heute Nachmittag die Einführung machen in den zweiten Teil. Ihr erinnert euch vielleicht, dass Katja und Bernd auch im letzten Jahr schon nach der Bundestagswahl ein Papier vorgestellt haben zum Thema Parteientwicklung. Es hat danach im Parteivorstand eine Reihe an Diskussionen gegeben, in vielen anderen Gremien auch. Und heute soll es uns auch miteinander beschäftigen. Bitte schön, Katja.